Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Uncharted Drakes Schicksal auf der PlayStation 5. Ja, Elena wartet schon auf uns. Wir holen sie natürlich gleich. Ja, schnacken wir nicht lange rum, holen unsere Perle hier ab und let's go. Ja, da war ja was. Ja, AK. Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Kapitel 10, das Zollhaus. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es gibt. Ich glaube 16. Ich glaube, wir haben jetzt schon über 50% auf jeden Fall schon geschafft. Und ich weiß, was noch auf uns zukommt. Ich finde, das Schlimmste haben wir auf jeden Fall hinterstanden. Aber jetzt finde ich das Game ganz geil. Es gibt noch ein Rätsel, eine Jetski-Fahrt, die ich nicht so feier, aber sonst finde ich es ganz, ganz cool eigentlich, was jetzt alles noch auf uns zukommt. Entschuldigung, dass ich es gerade so ein bisschen bewundere. Ich finde es einfach faszinierend, wie gut das Spiel aussehen kann. Deswegen. Gut, dann gehen wir mal in die Cutscene. Ups. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Donde es doble biblioteca? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von. Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic parvis magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja. Genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Für eine Reporterin ist das mehr als genug und alle Schatzjäger, die dann dahin wollen, theoretisch können sich dann dumm prügeln. Also, für die, wo Interesse daran haben, ne? Meins wäre es halt nicht. Also klar, so Schatzsuche und so ein Spaß wäre ich voll dabei. Übelst geil. So, vor allem Marco Polo, ich liebe Marco Polo. Ich habe so viel von Marco Polo gelesen. Ich finde es mega interessant über Marco Polo, seine Geschichten und Erzählungen und sowas. Und das mit Chambala, wo Uncharted 2 dann auch entdeckt wurde, Er ist beziehungsweise hier. drüber geredet wurde, fand ich so verdammt interessant. Da bin ich schon wirklich, naja, froh ist das falsche Wort, aber ich bin glücklich, das bisschen so erleben zu können oder erleben zu bekonnten oder erleben konnte, keine Ahnung was. In Uncharted 2 hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gefallen. Doch da oben. Wo bist denn Hans-Peter Wurst? Zeig dich doch! Alle nicht? Arschkopf. So, oben ist auf jeden Fall noch einer, das ist klar. Unten dürfte noch einer sein, genau. Wo bist du? Da. Direkt vor mir und die sehen dich. Flugzeugmann? Warum haben wir Flugzeugmann? Ja, die Waffe ist halt wirklich, wirklich schwach. Die M4, die ist der Hammer. Leck mir am Arsch, ein bayerischer Kruzifix, du. Den haben wir mal ein paar auf die Fotzen, du, wirklich. Wo ist denn der? Leck's mir doch am Arsch. Nice.
Oh, komm mal her. Leg's mir am Arsch, du am Zückerli, du. Auf die Fotzen. Heiliges Blechle, Donnerkeil. Das seht ja mal ja nicht hier, wirklich. Sorry. Granatenwerfer gab es jetzt die zwei, glaube ich, ne? Den da oben und den da unten. Aber ich würde die Schuhfinde wieder gerne mitnehmen wollen. Weil von der AK, wie gesagt, halte ich in diesem Spiel echt nicht viel. Es gibt deutlich bessere Waffen. Und generell bin ich nicht so der Gewehrfreund in diesem Spiel. Die Pistolen sind da deutlich präziser. Es gibt ja hier, Moment, Bonis, Belohnungen, Waffen. Ja, das ist das hier, die ist echt gut, die Pistole. Die ist wirklich gut. Also zumindest in diesem Game. Und zack. Katzi. Oh. Ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleibe ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Der ist hier Hilfe. Und puff. Also hier würde ich, glaube ich, ein paar Mal sterben. Aus irgendeinem Grund bin ich zu blöd dafür teilweise. Nachts, wo ist der Granatenwerfer-Typ? Das ist der wichtigste. Das war er. Wichtig und wichtig. Vielleicht kommen wir daran schon. Perfekt. Jetzt einfach nur noch durch. Und selbst wenn jetzt noch ein Granatentyp spawnen sollte, komme ich durch. Oder ich sterbe. Wieder mal. Weil der Sprungknopf nicht funktionierte. Oder jetzt das Sprinten. Mann, schon wieder. Ich stehe jetzt auch wieder hoch. Jetzt. So. Jetzt gibt's Action. Die Michael-Schweinebacken. Kapitel 11. Gefangen. Mit seiner geilen Revolver. Geh doch in Deckung. Jawohl, da ist die M4. Boule! Ihr könnt mich ja nicht verlieren, wenn ihr mich eingekesselt habt, oder? Du sitzt fest. Tu ich das. Granate! Danke. Lass die M4 noch liegen, weil ich würde die gerne, wenn wir hier alle M4s aufsammeln, plus die Gegner, die dann noch dazukommen, sollten wir eigentlich voll sein. Komm, sag die nochmal. Ach, jetzt geht. Dankeschön. Verdammt nochmal. Ja. Blöd gelaufen. Scheiße. Jetzt hab ich die. Komm her, 101, ja? Ich mach dich kaputt, Lan. Komm her. Uff. Uff, uff, uff. Ich mach dich fettig wie ein Rettich. Oder du machst mich fettig wie ein Rettich. Verdammt. Ich hab dich.
Hier drüben! So, komm jetzt. Ich weiß, hier gibt es auch eine Dragunov irgendwo. Beziehungsweise dahinter ist die Dragunov. Ich weiß aber gar nicht, ob die vollautomatisch ist. Vollautomatisch, ob sie vollgeladen ist. Finidola-Musiker? Nein. Gut, dann gehe ich kurz die M4 einsammeln. Und die Schuhfinde lasse ich liegen. So, ich weiß nicht, ob 32 das volle ist. Nee, noch nicht. Haben wir noch nicht alles? Ich suche noch ein bisschen weiter für euch. So, wir sollten jetzt voll sein. Hier ist das Präzisionsgewehr. Das kann nützlich sein. Er hat nur ein Magazin. 92. Ich denke mal, das ist jetzt das Maximale. Bin mir aber dem jetzt nicht sicher. Ich frage mich halt nur, warum treten die jetzt schon mit den Waffen auf, ne? Die Waffe kommt ja eigentlich erst später. Aber ich denke mal, dass wir hier einen leichteren Kampf haben. Weil so viele sind. Gehe jetzt einfach mal davon aus. Aber naja. Ich denke mal, 100 oder sowas sind die vollen Schuss. So, und zack, schon geht das Tor zu. Hops. Und Speedrun! Oder auch nicht. Schaff das alles an Bord. Hey! Los, mach schon, mach schon! Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Kram dann doch nicht. Achtung, Achtung und jetzt. Er lebt. Beeilt euch. Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze haue ich ihm so oder so. Auf die Mütze haben wir das oder so. So. Da drüben ist der. Ja, Vorsicht. Da haben wir direkt schon bekämpft. Jetzt hat hier kurz liegt noch eine Waffe, aber hier lag, glaube ich, ein Schatz draußen. Na gut, jetzt können wir die M4 mal ausprobieren, ne? Da, super geil, die Waffe. Präzise wie sonst was. Verliert ihn nicht! Verdammt! Das war dieselbe Nahladanimation wie bei der AK. Aber sie ist deutlich besser als die AK. Ja gut, es war ein Headshot, ne? Aua! Hier lag auch Schatz. Auf der anderen Seite liegt auch noch ein Schatz. Also, wäre es gewesen. Ich glaube, hier wäre auch ein Schatz gewesen. Ist hier nicht irgendwo? Egal, müssen wir nicht hin, brauchen wir nicht. Ich leg nochmal die AK. Und dann müssen wir zu Sully. Unser geiler Hund. So etwas passieren. Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Elena, das reicht nicht. Die andere Hand. Du musst sie loslassen. Verdammt. Ah!
ist. Schon okay. Komm schon. Gehen wir. Komm. Das war's mit der Story, ne? So schnell kann's gehen. Klar, man hätte die Kamera auch hochschmeißen können. Man hätte es ja versuchen können. Aber ich fühle den Schmerz zu 100%. Das ärgert dich halt zum Tode, ne? Das ärgert dich zu Tode. Ich habe auch so viele Dinge, was mich zu Tode ärgert im Nachhinein. Aber das ist das Leben. C'est la vie. Sowas lernt uns auch an Schade, seht ihr? So viel zu Games, bringt niemand was bei. Das war der Spaß hier. Attentat! Er ist hier. Ich wollte es doch gerade geheim machen, aber... Ich versuch's. Tut's weh, Drake? Ja, komm, Blöde, hier so zerfällig. Tut's weh, fliegt er so doof. Raudo, ich komm zu mir! Komm her! Oh, 101 hier, ja? So, jetzt kommt der. Der Fluss müsste direkt zum nervigste Kapitel. Kapitel 12: Flussaufwärts. Schlimmstes Kapitel in diesem Game, meiner Meinung nach. Ja, die hat auch schon die 9mm, die halbautomatische. Die F-92 oder wie die hieß. Auf die Fässer! So, hier kann ich einfach nur schießen, das funktioniert ganz gut. Meistens schießt die KI in die richtige Richtung. Also es funktioniert in den meisten Fällen schon ganz gut. Es ist definitiv der bessere Part davon, sage ich mal. Aber das ist auch der nervigste, weil die Steuerung auch sehr schwammig ist. Also meins ist es nicht. Ich bin froh, wenn das Kapitel durch ist, weil dann gibt es nur noch geile Kapitel. So, hoch mit dir. Die schießen die wieder nur mich an. Stirb! Schade, dass man das Ding nicht durchtriggern kann, wie so ein Geistesklanker, ne? Ja. Ich wollte zurückfahren, aber es ging nicht mehr. Wie weit von vorne? Nicht ganz so weit von vorne. Ja, jetzt waren sie auf einmal Gottes Schützen. Meine Güte, Herren. Wieder viel zu knapp. Whoop. Meine Güte, Elena, auf das Pass! Mach Puff. Das heißt, die hauen die Fässer ins Wasser. Ihr Umweltsünder, die Grünen würden euch hier hassen, wirklich. So geht's gar nicht. Das ist ja eine Frechheit. Wie können die das nur tun? Hallo? Rettet die Umwelt. Fridays for Future. Zap. Und hoch und hoch. Zack. Ah, da kommt die Fässer wieder, der Schmutz. Am Ende fährst du den Fluss drauf, während da so ein scheiß Fass hochkommt. Schon alles mitbekommen. Hier hat man wenigstens noch eine Chance, in Anführungsstrichen, falls man ein Fass erwischen sollte. Aber auf extrem schwer. Spätestens ab da. Das ist nicht mehr ganz so lustig. Puff.
gereicht. Die durch die Wand schießenden Kugeln, wer kennt sie nicht? Sorry, dass ich da zu wenig rede. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Nach dem Kapitel bin ich wieder voll und ganz für euch da. So, sollte jetzt eigentlich mit den Fässern gewesen sein. Wir sollten jetzt beim nächsten Kapitel sein. Kurz vor Sully. Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Kapitel 13. Zuflucht? Dann würde ich mich wie immer für Einschalten bedanken. Aber das war's erstmal wieder für diesen Part von Uncharted Drake Schicksal. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei was auch immer ich mache. Bis dahin, reingehauen auf Wiederschauen und bye bye.